Kalifornien. Tausende Menschen wurden evakuiert, da der Oroville-Staudamm zu brechen droht. Nach Jahren der Dürre regnet es in Kalifornien sehr stark. Da der Oroville-Staudamm den Wassermengen nicht mehr standhalten kann und zu brechen droht, hat die US-Regierung alle in dieser Region lebenden Bürger aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Die Evakuierung von fast 20.000 Menschen wurde am Montag um 12.30 Uhr von den Behörden ausgestellt. Beamte warnen, dass der beschädigte Abflusskanal den Wassermengen bald nachgeben wird und rasende Überschwemmungen auslösen wird. Zu den evakuierten Regionen gehören die Städte Oroville, Gridley, Live Oak, Marysville, Wiesenland, Yuba City, Plumas Lake und Olivehurst. Per Hubschrauber warf die kalifornische Behörde für Wasserressourcen Säcke mit Felsen über der betroffenen Stelle ab. Sie sollten das Loch stopfen und die Wassermassen aufhalten. Um sechs hatten die Staatsbeamten die Effektivität dieses Einsatzes bestätigt und sagten, dass die unmittelbare Gefahr vorbei sei, warnten jedoch, dass die Situation weiterhin unberechenbar bleibt. Bill Croyle, der Vorstand der Behörde für Wasserressourcen, erklärte während einer Pressekonferenz, dass das Ausmaß dieses Schadens katastrophal sei. Im Anschluss an diese Pressekonferenz sagte ein Sprecher der Nationalgarde, dass man 8 Hubschrauber zur Unterstützung zum Wiederaufbau des Überlaufs liefern würde. Er sagte auch, dass rund 23 Soldaten und Flieger alarmiert wurden und einsatzbereit seien. Die Situation hat sich etwas entspannt, während Beamte immer noch höchst alarmiert sind. Ronald Reagan bei der Eröffnung. Vor euch liegt der Fluss Oroville, das Symbol für eine hervorragende Flutkontrolle und reine Wasserkraft, der sowohl für kommunale als auch für häusliche Zwecke dienen wird. Es ist der höchste Damm in den Vereinigten Staaten. Die 50-jährige 230 Meter hohe Struktur ist der größte Staudamm in den Vereinigten Staaten und überschattet den weltbekannten Hoover-Staudamm um 12 Meter. Die Situation ist immer noch unberechenbar, das Schlimmste scheint aber vorbei zu sein.